Willkommen zur Star Wars Show. Star Wars Show Deutsch. Willkommen zum Star Wars Stammtisch mit Kylo Ren und allen, die dazugehören. Wir sind heute schwer beladen, denn es geht auf Weihnachten zu. Wir haben schon die Weihnachtsdekoration im Schaufenster gesetzt. Diesmal nicht mit Star Wars, sondern das Übliche. Ja, aber hier zaubern wir jetzt noch nicht Weihnachten. Wir sind ja jetzt in der Adventszeit, aber wir zaubern mal hier ein bisschen an Star Wars. Denn heute feiern wir sozusagen 1999 nochmal nach Episode 1. Und dann zeigen wir auch alle Figuren dazu. Ja, alle Figuren zeigen wir euch dazu, die es da gegeben hat. So, die Staffel 1 zum Beispiel, wir haben sie alle noch nicht ausgepackt. Das ist ja ein Playset. Ein Star Wars Playset kann man erwerben bei Disney persönlich. So, das ist jetzt hier die Episode 1, 2 und 3 in einem Playset. Angefangen mit Darth Maul, den Kampf mit Dooku und der Imperator und so weiter. Ja, auch Amidala, die Königin bzw. Amidala ist dabei. So, 1, 2 und 3 geht ja dann hier weiter in der Kollektion. 1, 2 und 3 sieht ja dann so aus. Ne? 1, 2 und 3. Ja, wie ich schon gesagt, bei Disney selbst zu erwerben. Und natürlich an diversen Marktplätzen sicherlich auch. Ob es die beiden noch gibt, kann ich jetzt nichts zu sagen. Weil Walt Disney hin und wieder Sachen verkauft, die dann nicht mehr zu haben sind. So, ob die beiden noch zu haben sind, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Ich begrüße euch total und recht herzlich zur Star Wars Show, wo Yoda spricht. Wo auch Luke Skywalker mit Yoda sprechen kann und auch schießen kann, wenn eben danach ist. Also wenn man den Knopf drückt, dann gibt es Lautes. Ja, heute ist die Star Wars Show mal etwas anders, weil ich werde gleich wiederkommen, aber in einer anderen Position und werde da einige vorstellen. Und bei einigen werden wir uns natürlich auch bedanken. Beim Thorsten Zink, Zink Thorsten, der uns da eine Figur hat zukommen lassen. Wir werden es gleich zeigen. Jetzt begrüße ich euch erstmal zur Star Wars Show Episode 1. Die Figuren, wie gesagt, sind ja alle bekannt. Ein schönes Playset aufgebaut in einem Diorama oder aber so wie wir es jetzt haben hier in unserer Kulisse. Noch einmal für die Jüngeren 6 plus 9 plus 12 plus. Ja, richtig, das ist eine Kulisse, die auch bald verschwindet und dann geht die in den sogenannten Verkaufsraum. Wir werden natürlich einen Online-Verkaufsraum machen, wo die Ware, die wir alle haben, dann online zu beziehen sein wird. Wir werden natürlich, haben wir heute Morgen so besprochen, einen sogenannten Verkaufsvideo für Figuren aller Art. Wir werden Figuren vorstellen, die man kaufen kann. Wir sagen auch, wo man die kaufen kann. Natürlich kann man die auch bei uns kaufen. Bei uns kann man die real kaufen, von Montags bis Freitags, 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstags hin und wieder, wenn wir solche Dreharbeiten haben oder wenn wir solche Sachen vorhaben, so wie jetzt, so eine Sendung zu machen, dann sind wir ja da, dann kann man auch mal von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr so einen Stammtisch. Aber dieser Stammtisch ist so oft besucht, mitten in der Woche, da lohnt es sich jetzt nicht, einen Stammtisch nur für Samstags auszurufen. Natürlich, diesen Samstag hatten wir ausgerufen. Heute ist der vierte Samstag, wo dieser Stammtisch schon stattgefunden hat, wo man über Star Wars spricht und alles. Wir können natürlich gar nicht so viele Star Wars Artikel besorgen, weil online kauft man ja viel schneller. Ein Klick hat man bei Amazon schon irgendetwas gekauft. Wir machen also wie gesagt das Versand bzw. das Online-Verkaufshaus. Wir tüfteln noch am Namen, das Online-Verkaufshaus, wo wir dann die ganzen Sachen online an unsere Kunden weitergeben, die es auch hier abholen können, die auch bestellen können.
Es gibt so viele, die im Actionbereich der Figuren arbeiten. Es gibt eine Toy Palace, Actionfiguren 24. Die Figuren sind also online überall zu haben. Wir haben uns halt spezialisiert auf Star Wars, weil wir ja 40 Jahre involviert. Ich selbst 40 Jahre als Darth Vader, nicht als Darth Maul oder jetzt hier Kylo Ren. Nein, nicht als Kylo Ren, der auch sprechen kann, wenn ich drücken würde. Tut er jetzt aber nicht. Wir haben jetzt insgesamt drei Herrschaften hier. Ihr wisst ja, wie steht ihr? Also ihr wart jetzt so oft hier und ich habe euch das jetzt so oft vorgestellt. Aber heute stelle ich halt, wie gesagt, drei vor. Einen, wirklich, einen erstklassigen Star Wars Online Shop stelle ich euch auch gleich vor. Beziehungsweise könnte ich auch jetzt. Ich stelle euch jetzt vor. Stelle ich euch jetzt vor, den swblackserie.de. Blackserie, also swblackserie.de. Mike Ferreira macht diesen Shop. Wir haben den Shop als sehr gut empfunden. Wir können also sagen, sein Angebot ist okay. Und alle, die Star Wars, wirklich Star Wars mögen, können bei ihm zack die Figur erhalten, die er sucht. Natürlich die anderen Figuren, die er nicht hat, kann er sicherlich besorgen oder auch wir in unserem Kaufhaus bestimmt auch. Aber das Angebot ist super, wir stellen ihn halt vor. Er ist auch bei den 100% Begeisterten. Er hat aus seinem Hobby hat er einen Beruf gemacht und verkauft jetzt Star Wars Figuren. Natürlich hat er auch in seinem eigenen Bereich, so wie wir auch, ne, in unserem eigenen Bereich, haben wir natürlich auch unsere Star Wars Figuren, die man sich anschauen kann. Und auch kaufen kann, ist richtig. Wir verkaufen ja nicht nur Star Wars Figuren, wir verkaufen natürlich auch andere Figuren, auch 1:1 Figuren und andere Figuren. Wir haben natürlich auch Mortal Kombat Figuren haben wir auch. Und diverse andere Sachen. Was haben wir denn noch alles? Auch eine Menge auch. Ja, genau. Wir haben auch die Micro Titanium. Ja? Von Star Wars, also die kleinen Einheiten. Ja, inklusive Stands, also zum Hinstellen, sind auch da. Ihr merkt schon, ich mache gerade die Show für später. Ich denke sie mir aus, diese sogenannte Verkaufsshow über Figuren im Jahre 2017. So eine richtig schöne Star Wars Figurenshow, Star Wars, andere Show. Oder Star Wars halt für die wir vorstellen, wie den Maler und so weiter. Aber warte ab, mache ich gleich in wenigen Minuten, wenn das Gewisse wieder aufläuft. Danach nochmal gucken, dann komme ich und zeige euch, worum es heute überhaupt gegangen ist. Wir haben ja, wie gesagt, den Thorsten Zink bedankt. Wir haben uns bei Thorsten Zink bedankt und das kommt gleich. In wenigen Minuten will euch auch gar nicht heute so aufhalten. Star Wars Episode 1, da starten wir heute mit, um dann so langsam irgendwann mal am Ende angekommen zu sein. Also, Stammtisch bedeutet, wir sprechen über, wir lesen, wir hören und so weiter. Sind ja genügend Sachen da, auch zum Nachlesen. Lexikon der Helden haben wir auch, werden wir auch anbieten. Ja, Lexikon der Helden. Ja, da ist ja eine Menge los. Ne? Bulterer, Swan, habe ich noch gar nicht als Figur gesehen. Habt ihr die schon gesehen? Wer hat diese Figur zum Beispiel? Oder Bass-Druiden. Klonsoldat Phase 1 haben wir ja vorgestellt. Dann Phase 2 haben wir auch vorgestellt. Die Figuren sind da, hängen an der Wand. Ja, Colonel Trevor. Die Figur habe ich also auch noch nie irgendwo gesehen. Wir sind also hinter Raritäten her. Er kämpft ja mit Dooku, aber wer kämpft denn mal nicht mit Dooku? Um an alle Figuren zu kommen, kommen wir auch gleich zu. Wir haben zum Beispiel eine Figur gekauft, die in Amerika für $29,90, wie die dann hier endlich angekommen ist, die war zu groß, ne? Die ist so groß. Und dann haben wir gesagt, komm, schick die uns. Na, okay, hat er auch geschickt. Aber
$67.50 hat dann die Verpackung gekostet. Ja, 29,95, ihr könnt rechnen. Und $67.50. Und da kam der Zoll, 17,50 Euro dazu. Die Figur, die verkaufen wir nie. Die ist jetzt unser, die ist viel zu teuer. So, da sind wir auch bei so einem Punkt. Wo bekommen wir diese Figuren? Wo kriegen wir den Händler her, der uns das also so verkauft, dass wir es auch euch verkaufen könnten? Im Moment ist es, gehört das ja alles zur Sendung. Wir haben also alles eingekauft für diese Sendung, damit wir eine wunderschöne Kulisse haben. Wir besprechen auch einiges. Wir zeigen auch einiges. Wir versuchen, über Star Wars vieles herauszubekommen. Über Star Wars 8 ist ja auch schon einiges erzählt worden, über diese Charaktere, die da auf uns zukommen. Auch Finn, der da kämpfen wird mit einem gewissen, nicht Druiden, sondern Stormtrooper, einen gewissen. Ja, ja, wir wollen nicht zu viel verraten. Ne? Also, nur die Harten kommen in den Garten, auch bei Star Wars. So, Star Wars, Krieg der Sterne, Episode 1, fängt ja alles an. Dann kommt Episode 2, 3, die Figuren habe ich euch auch gerade vorgestellt. Unsere Kulisse wird also, wie gesagt, irgendwann sicherlich im Online angeboten in unserem Kaufhaus, was wir gerade gründen. Wir gründen gerade ein Online-Kaufhaus und dann müssen wir natürlich alles aufnehmen. Ihr wisst, ist ja Mordsarbeit, so einfach ist es nicht. Solange bleibt es hier Kulisse. Im Moment bleibt es richtig Kulisse. So, um das gleich nochmal vorweg zu sagen, einige Fans können wunderbar zeichnen. Den stellen wir euch vor. Also der kann wunderbar zeichnen, hat auch eine eigene Ausstellung in München. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Aber warum gleich? Können wir sofort machen. Richtig, können wir auch sofort machen. Also, wir gratulieren noch einmal. Danke. Danke an Thorsten Zink, dass er uns die Figur, die gleich zu sehen sein wird, worum es überhaupt geht heute in dieser Show, geht es um einiges. Es geht um Bilder, die gemalt werden, die wir euch zeigen werden. So, die werden wir zeigen, bevor die mir hier runterfallen. So, svblackserie.de von, sein richtiger Name lautet Mike Ferreira de Oliveira. Mike Ferreira de Oliveira. Ich will hoffen, dass ich das de oder de ausgesprochen habe. svblackserie. Er hat natürlich auch eine andere Serie, beziehungsweise eine andere Seite über Actionfiguren. Er hat ja nicht nur die. Ja, dann haben wir da den Rupert Schneider. Rupert Schneider aus München. Das ist ein Fanmaler. Fan. Eine Fanart. Ja? Und er kann die verdammt gut. Die Fanart, wohlgemerkt. Nicht jetzt, wenn irgendwelche da anfangen, ja, Disney Art, da bist du denn ein echter. Hallo, wer ist denn heutzutage noch echt, aber egal. Also er präsentiert nicht nur die Star Wars, also er präsentiert seine Bilder im Lego. Im Lego. Und zwar, also hier haben wir so Exponate, so einfach. So, meine lieben Freunde, wenn ihr die in Öl seht, meine lieben Freunde, wenn ihr den Rupert malen seht, ja, wie das aussieht, fangen wir mal hier so an. Also das ist ein, also das ist ja jetzt nur ein Druck, das ist jetzt hier nur ein Digitaldruck, ja. Das ist nur ein Digitaldruck, den er hat uns zukommen lassen. Also wenn ihr das in Öl seht, ja, darüber kann man sprechen, so ist das nicht. Also schon alleine die Sache hier, also, ja, also die haben wir jetzt gerade eben noch digital ausgedruckt. Ne? Sieht ja wohl klasse aus. Also wenn ihr die jetzt, richtig, wir überlegen uns mal eine Ausstellung. Rupert, wir überlegen uns mal eine Ausstellung zu machen, da kriegen wir irgendwie hin. Hier im Ruhrpott eine Ausstellung, eine Star Wars Ausstellung mit diesen erstklassigen Bildern in Öl. Auf Leinwand, ziemlich groß, ja, sieht doch wohl klasse aus, oder? Also, das ist jetzt hier einfach nur so, ich habe mal, also wir haben hier mal ein paar ausgedruckt, damit ihr die seht, damit ihr seht, dass die auch echt sind. Man kann vieles eben online machen, dann heißt es, wow, das ist ja gar nicht echt, doch, die sind echt, Rupert kann sowas von toll malen, beziehungsweise zeichnen und malen. Er ist ein wahrer
Künstler? Ja. Das ist ein wahrer Künstler. Also die Farben. Also das ist nur ein Druck, ein digitaler Druck, die wir da haben ausgedruckt. Ja. So. Also wenn das irgendwann mal auf Leinwand in irgendeinem Wohnzimmer hängt, ganz bestimmt in einem Wohnzimmer hängt, sieht aber klasse aus, oder? Was sagt ihr denn dazu? Jetzt hier so im Scheinwerferlicht der Kameras, kann das schon mal blenden, aber sieht doch klasse aus, oder? So, das ist Hobby, meine sehr verehrten Fan-Art, das ist Fan-Art. Ja, das ist jetzt nicht offiziell, kann man auch nicht kaufen jetzt hier. Ich kann es euch nur zeigen, weil er uns die hat zur Verfügung gestellt. Und wir können auch nicht größer, das ist schon unser Limit. Wir haben die jetzt extra größer ausgedruckt. Auch das müssen wir alles bezahlen, dann kriegt ihr nichts geschenkt. Auch das hier haben wir alles gekauft, besorgt für diese Sendung. Wir haben also genauso viel bezahlt wie alle anderen auch. Auch wir müssen Amazon bemühen, wir müssen Amerika bemühen. Wir bemühen auch swblackserie.de, um an so eine Figur zu kommen. Wir wollen uns natürlich jetzt auf die großen Figuren einschwören, 1 zu 1 und 50 cm, einen halben, also 50 cm, 1,20 m, so in dem, das sieht auch gut aus, dann kann man wunderbar mit Händeln, man kann wunderbar vor laufender Kamera damit arbeiten, sieht ja auf eine Art doch auch genial aus, ne? Also wir haben hier ein Territorium von über 20 Quadratmeter, wo nur Star Wars ist und diverse andere Sachen, wo natürlich Disney gehuldigt wird, seine Filme, Marvel-Figuren. Ja, das ist eine Show. Das ist, wie gesagt, das ist eine Sendung im Kanal, Funkkanal, ARD, ZDF, seit dem 1.10. hat ARD, ZDF für 12 plus bis 24 plus seine sogenannten Kanäle, seinen Bereich aufgebaut. 50 schon, 50 Einheiten. Wir möchten gerne für 55 plus und 65 plus machen. Aber schauen wir mal, wir sind der Meinung, wir machen alles, wie immer, und das schon seit 1975 bzw. 1966 schon, nur nicht so, ist klar. In YouTube gibt es ja erst 2005, seitdem machen wir das schon lange, und wir sind also lange genug dabei, um darüber, wie gesagt, zu sprechen, über Filme zu sprechen. Was haben wir denn hier rein? Ja, genau, Hannah Montana, war noch eine Zeit, ne? Hannah Montana, wie sie noch so clean war, ne? Jetzt ist ja groß und macht einen Skandal nach dem anderen. Ja, habe heute nicht allzu viel zu erzählen, weil heute war ziemlich ruhig, weil wir heute nämlich gewisse Leute ja vorstellen wollten. Ne, wir wollten den Rupert vorstellen, haben wir ja gerade gemacht, haben ein paar Bilder ausgezogen da, hochgehalten. Rupert Schneider aus München präsentiert im Lego seine Bilder. Der hat verdammt gute Bilder und er kann verdammt gut zeichnen. Dann wollten wir uns natürlich bedanken beim Thorsten Zink. Kommt gleich. Warum wir uns beim Thorsten Zink bedanken, kommt gleich. Zum Schluss, lasst euch mal überraschen, weil wir springen ja jetzt von 7 zurück nach 1. Ja, wir springen jetzt von 7 zurück nach 1. Die Figuren habe ich euch auch vorhin gezeigt. Und springen dann rein in 3. Also in 3 sind wir jetzt so oft reingesprungen. 3a, also Rebels. Nein. Kommt auch, aber erst am 5.12. jetzt, nee, ganz ruhig. Ja, Rook, eine Person, Rook. Den haben wir noch gar nicht. Nee, den haben wir noch gar nicht da hängen. Wir haben eine Menge da hängen, aber den Rook noch nicht. So, der Rook mit seinem Codename One, der dann ne, in den Todesstern reingeht. Nicht er, er nicht, aber diverse andere gehen da rein. So viel will ich euch gar nicht verraten. Also wenn man so eine Menge schon an Daten erfasst hat, kann man sich schnell verplaudern. Wir möchten heute in dieser Sendung halt nur den Rupert Schneider in München bedanken für die tollen Bilder, die er da gemacht hat. Also uns gefallen, wir auch schon das alleine. Wenn ich das in Öl sehen würde, reden wir mal darüber. Also mir gefällt es, warum nicht? Dieser Laden, dieser Shop hier, soll ja irgendwann mal, also wir haben uns zuerst gedacht, New York. Deswegen hängt überall New York. New York, Amerika, United States of America. Der Präsident hängt da auch, Trump, sein neuer, ne? Hängt da für den 20. Januar, hängt er da schon mal als Figur, mal schauen, besorgen wir vielleicht, Obama war ausverkauft, konnte man als Figur nicht mehr erhalten. Wir haben natürlich diverse Figuren, wir haben auch Militärfiguren, da hängt ja da oben, ne? Deutsche Wehrmacht, haben wir und so weiter, aber nur
nach Vorschrift. Verkaufen wir die auch. Wie gesagt, auch online werden wir diese verkaufen, im Online-Bereich, in unserem Online-Verkaufshaus werden wir das sicherlich anbieten. Ich begrüße auch alle total und recht herzlich die ganzen Schauspieler, die jahrelang hier schon waren, die wir auch zwischendurch betreut haben, die hier jetzt nicht vor dieser Kamera stehen, weil das ist nun mal Fan. The Star Wars Show Deutsch, also die Star Wars Show Deutsch für Fans, von Fans. Und das, was hochgezeigt wurde an Bilder, ist Fan Art. Fan, sind Fans. Die zeigen, was sie können, die zeigen, warum sie Star Wars mögen. Sie zeigen, aus welchem Blickwinkel sie Star Wars mögen. Dafür haben wir ja auch die 100% Begeisterten. Die 100% Begeisterten, wie gesagt, sind ja auch Filmemacher bei. Da sind Schauspieler bei, da sind Händler bei, es sind aus der gesamten Sparte, die da in diesem Thema verwoben sind. Ich schau mal eben, ob ich da nicht nochmal so was vorstellen könnte, was wir da alles noch haben. Ah ja, genau. Düsen wir doch einfach nochmal da. Teil 4 nochmal da. Ne? Oh, ach, einfach nur herrlich. Einfach nur spitze. Da verabschieden wir natürlich auch nochmal den Han Solo. Verabschieden wir doch einfach nochmal den Han Solo. Goodbye, Han Solo. Es war irgendwie toll mit deinem Tamtam. Ne? Tonton und so weiter. Tonton. Ne? Han Solo und Tonton. Ja, Black Serie. Black Serie. Ja, bieten wir alles an. Nicht nur das. Ihr seid weiterhin real willkommen. Jeder einzelne von euch ist real willkommen. Aus Sicherheitsgründen jetzt hier in dieser Show sagen wir, die, die sehr weit weg wohnen, in Hessen oder in München oder noch weiter, nicht extra anreisen. Diese Show wird extra für euch gemacht, indem ihr euch zu Hause hinsetzt an euren heimischen YouTube-Kanal oder, ihr wisst schon, an das moderne Gerät, das man in der Hand hält. Smartphone, Display, Tablet, Desktop und so weiter. Ja, unser Hauptrechner mit dem Wahnsinnsbildschirm, wo auch alles drauf ist, hat einen physikalischen Fehler. Keine Ahnung. Wir haben bei 1 und 1 angeklickt. Wir wollten da unser Kaufhaus irgendwie und irgendwo sind wir irgendwo hin, haben wir bei 1 und 1 geklickt. Seitdem geht nichts mehr. Haben uns wohl irgendwie was geschossen oder war durch Zufall, dass da irgendwie was schief gelaufen ist. Jedenfalls waren wir auf der Webseite von 1 und 1 und dachten uns, kaufen wir uns da einen Shop und machen euch ein Verkaufshaus auf online. Mal gucken, wenn das gleich nochmal passiert mit einem anderen Rechner, dann wissen wir, dass auf der Seite bei 1 und 1 irgendwas ist, was Rechner abschießt. Weil wir hatten ja auch heute einen Kunde, der sagte auch, jo, meine Kollegin hat da auch irgendwie im Internet, hat da irgendwo drauf und dann war alles aus, nichts ging mehr. So was gibt's. So was gibt's, ja, ist halt mal so. Wenn nicht, dann müssen wir das Teil auseinandernehmen, neu bauen, auch kein, ne? Ja, das passiert halt, ne? Ja, jetzt springe ich, genau, jetzt springe ich dahin. Ich habe euch lange genug auf die Folter gespannt, weil jetzt geht es ja darum, warum wir die alle heute begrüßt haben. Den Rupert, den Ferreira, Mike und natürlich den Thorsten Zink. Ja, komm mal mit, komm mal mit. I'm in, Mr. Mayor. Can you hear me? Not quite. How about now? Is this better? Yeah, sort of. Hello? Am I getting through? Kind of losing you. How about this? If I get a real close, can you read me? Bin jetzt hier gerade in dieser Ecke und es geht gleich los, denn wir bedanken uns total und recht herzlich bei, aufgeschrieben, Thorsten Zink, Thorsten aus Arnsberg Richtung Sundern im Sauerlandkreis, Hochsauerland. Denn somit konnten wir unseren Traum endlich wieder träumen von 1999 Episode 1, denn von ihm haben wir Obi-Wan Kenobi. Aus Amerika haben wir Qui
Gongjin. Aus London haben wir den das Maul. So, und ich muss sofort ruhig sein, denn es wird laut. Denn das wollten wir schon immer machen. Denn das ist die Erinnerung an 1999, wie wir in Iserlohn am Schillerplatz und an der Wasserstraße 6 und in Iserlohn selbst in einem Kino, Privatkino, die erste Star Wars Episode 1 ins Leben gerufen, nur für Fans. Es war eine Vorstellung nur für Fans und die war ausverkauft. Die war richtig ausverkauft und da haben wir eine Wahnsinns-Show gemacht und die fing ja fast schon so an. Ich jetzt auch ruhig. Dazu sagt natürlich er auch was. Danke, Thorsten Zink. Danke, dass wir uns das hier, die auf Bewegung funktionieren die auch, das wissen wir ja. Aber wir hoffen, dass die jetzt in Ruheposition gehen. So, also heute war viel los wieder Stammtisch, aber ab heute war es der letzte Stammtisch real. Ab sofort wird nur noch diese Show bzw. auch der Stammtisch nur noch online zu sehen sein, auch für alle Kunden. So viele Kunden, die Ware brauchen, dazu sprechen wir dann den Mike Ferreira de Oliveira unter swblackserie.de. An alle Kunden, wir blenden es auch ein, swblackserie.de. Für alle, die für Weihnachten noch Star Wars Sachen brauchen, sprechen wir hiermit an, wo sie die finden können. Unsere Produkte, die wir anbieten werden, werden natürlich in einem sogenannten Online-Versandhaus oder Online-Kaufhaus im Jahre 2017 angeboten. Ja, also das sollte jetzt eben kurz nur vorgestellt werden. Ein Dankeschön, weil wir noch einen haben. Der macht erstklassige Bilder und sein Name ist Rupert Schneider aus München. Rupert Schneider aus München ist ein Maler, der wunderbare Bilder malt, der ist unheimlich gut talentiert, hat momentan in München präsentiert er seine Bilder im Lego. Das ist ein Restaurant, eine Szenenkneipe, ein wunderschönes Ambiente. Könnt ihr mal googeln unter Le, blenden wir auch unten ein. Also präsentiert im Lego der Rupert Schneider in München, Regensburg und so weiter seine Bilder. Ich zeige sie jetzt mal eben hoch, wir werden sie gleich besser einblenden. Wir haben ja ein paar aus hier, also er macht schon wunderbare Sachen, auch wir können das also komplett empfehlen und haben wir noch eine, ja da haben wir noch einen, wir haben die einfach mal kurz, ist ein Fan, wohlgemerkt. Fanmalerei, weil online ist ja immer einer dabei. Ist das offiziell? Ist das von Disney offiziell gemalt und so weiter und so fort? Hallo, 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 Fans. Fans auf diesem Planeten, Fans auf dieser Erde, Fan überall, auch im Universum, sogar im Kosmos. Ja, ein Fan malt, ein Fan stellt aus. Ja, wir sind eine Fachfirma, Spielwaren. Und wir stellen auch aus. Wir verkaufen auch, aber nur noch online. Nicht mehr real. Real wird nicht verkauft. Real ist Dienstleistung, Film, Foto, Fernsehen. Und verkauft
demnächst nur noch online. Natürlich haben wir jetzt, weil Weihnachten ist, demnächst machen wir ja noch eine weihnachtliche Sache. Und dann zeigen wir natürlich ein paar andere Sachen. Ja, wie soll man das erklären? Wir sind ein YouTube-Kanal. Wir sind seit über 60 Jahren hier vor Ort. Wir sind online zu finden. Vor unserem Kopierstudio Hauptsitzbeschränkt. Könnt ihr eingeben. Ja, und diese Sendung bei YouTube unter Sondersender AWR Movie bzw. Sondersender NRW TV, Ultra DB TV und Sammelfiguren TV. Ja, wir stellen also euch die Sachen vor. Das war ein wirkliches Dankeschön an Thorsten Zink, dass wir das hier machen können oder machen konnten. Hat auch eine tolle Ecke für die Jugendlichen, stellen sich dann davor, dann geht das dann zur Sache. Und schauen wir mal, hier sind die Resets. Bringen wir die alle mal wieder in Ruheposition, die Herrschaften. Ja, und gleich geht's weiter. Kommt mal mit.